Hallo und willkommen zurück. Heute gibt es eine Einheit zur Stabilisation der Füße, der Fußgelenke, der Knie und des Beckens und viel, viel Beinarbeit. Und das kann ein bisschen anstrengend werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, gute Konzentration wie immer. Ihr braucht nur eure Matte und einen festen Untergrund, damit ihr auch wirklich gut und sicher stehen könnt. Und am besten barfuß turnen, damit ihr ein gutes Gespür für eure Fußmuskulatur habt, damit die Fußzehen sich auch gut festsaugen können und damit ihr einfach ja, besser Balance halten könnt. Geht einfach barfuß am besten. Okay, dann habt Spaß. Wir starten im Stehen. Hinter der Matte stelle ich mich auf und wie immer hüftbreit aufstellen. Und ihr schaut eure Füße an. Wir richten uns richtig gut im Dreipunktstand ein. Das heißt, die Ferse hat in der Mitte Gewicht. Ein Punkt Ferse, Groß-Kleinzehballen gut verankert. Also die drei Punkte Ferse, Groß-Kleinzehballen, Fußzehen sind nach vorne ausgerichtet, geradeaus. Links ebenso, die beiden großen Fußzehen euch dann auch einrichten. Ferse, Groß-Kleinzehballen, Fußzehen lang. Und dann Becken gut senkrecht, Leiste geöffnet, du hast eine leichte Po-Spannung. Zieh deine Sitzbeinhöcker zusammen, also bring Beckenboden unter Spannung. Fahr nach innen oben mit dem Beckenboden, dann hast du untere Bauchspannung, bau Rippenverbindung auf. Schultergürtel gut geöffnet, die Arme locker, Blick Brustbein nach vorne, Krone zieht hoch, Schulterblätter tief. Okay, und wenn du so gut stehst und ganz bei dir bist, dann konzentriere dich jetzt auf deinen rechten Fuß. Wir machen eine mini kleine Bewegung, einfach um unser Quergewölbe anzusteuern. Das ist nicht viel sichtbar, aber spürbar. Versuche, Groß- und Kleinzehballen zusammenzuziehen. Und dann solltest du wahrnehmen, dein Muskel vom Quergewölbe, also quer verlaufend vom Groß- zum Kleinzehballen. Und wenn du die beiden zusammenziehst, dann entsteht wie so ein kleiner Bogen. Und den Muskel kannst du dann spüren und dann richtet sich auch dein Fußgewölbe auf. Die Fußinnenseite kommt dann auch unter Spannung. Versuch die Fußzehen dabei lang zu lassen. Gar nicht, da muss gar nicht viel Druck drauf kommen, sondern wirklich nur Groß-Kleinzehballen zusammenziehen und wieder lösen. Und wenn du, wie gesagt, Hilfe brauchst, nimm gerne Daumen, Zeigefinger dazu, ganz sanft den Weg führen, dass du verstehst, was du tun sollst und wieder lösen. Also, Groß-Klein-Zehballen sanft zusammenziehen, spür den Muskel, spür Spannung und wieder lösen. Und nochmal zusammenziehen und lösen. Und zusammenziehen. Jetzt halte so eine kleine Grundspannung. Nimm wahr, diesen kleinen sanften Bogenspannung im Fußgewölbe und jetzt links. Groß-Klein-Zehballen zusammenziehen und wieder lösen. Was nicht passieren soll, ist, dass dein Großzehballen abhebt. Es bleibt alles auf dem Boden. Einfach nur sanft zusammenziehen, den Bogen spüren. Gerne mit dem Zeigefinger und Daumen den Weg zeigen, dass du da zusammendrückst, sanft und wieder lösen. Und zusammenziehen und wieder lösen. Und noch zwei, Groß-Klein-Zehballen zusammen und lösen. Letztes Mal, zieh es zusammen, halte die Grundspannung, spür Fußgewölbe unter Spannung, Quergewölbe unter Spannung, Fußzehen lang. Das hältst du jetzt. Und wenn das nämlich unter Spannung ist, dann ist dein Fußgelenk auch besser stabilisiert, dann wackelst du da nicht so instabil rum, sondern dann hast du eine Stabilität und dann kannst du auch die nächste Übung, wenn wir die Knie beugen, dann auch besser die Knie nach vorne führen. Wenn du da unten Stabilität hast, dann sind die Knie auch gut in der Führung. Und das ist das Ziel dabei. Okay. Du bleibst so verankert, hast dein Quergewölbe unter Spannung, Fußinnenseite unter Spannung. Und jetzt bleiben wir so aufrecht und alles, was wir jetzt machen, machen wir immer 7 Mal. Du schiebst die Knie nach vorne, so weit, wie du deine Ferse gut in der Matte halten kannst oder im Boden. Und es kommt dann auch darauf an, wie viel Mobilität du eben im Fußgelenk hast. Und dann wieder streck und beug und streck. Und 3
und streck und 4 und streck und 5 und streck und 6 und streck und 7 und streck. Bleibe. Jetzt nimm die Arme hoch, Handflächen zusammen, saug Armknochen ein, Schulterblätter sind tief, hab deine Mitte stabil, leichte Spannung im Po, damit es unter unterer Rücken geschützt ist. Und jetzt gleiche mit guter Aufrichtung im Oberkörper mit gestreckten Armen. Und beug und streck. Und 2 und streck. Und 3 und streck. 4 und streck. 5 und streck. Und 6 und streck. Und 7 und streck. Arme runter. Jetzt gehen wir in Zehenstand. Also Stabilität. Po unter Spannung. 3 Punkte erst spüren. Und streck. Und runter, und streck, und runter, und 3, und runter, und 4, und runter, und 5, und runter, und 6, und runter, und letztes, und runter. Mal locker lassen, Arme hoch, Handflächen zusammen, und 1, und runter, 2, und runter, 3, und runter, 4, runter, 5, runter, 6, runter, 7, runter, Arme runter, einmal locker lassen, dich wieder einrichten, jetzt gehen wir in Zehenstand hoch und öffnen aber die Knie beim Hochgehen zur Seite, also hochgehen und die Knie ein bisschen zur Seite und dann kriegst du mehr Spannung auf die Fußaußenseite. Wir probieren. Und 1 und runter. Knie zur Seite und runter. Und 3 und runter. Und 4 und runter. 5 runter. 6 runter. 7 runter. Arme hoch. Mit gestreckten Armen, Mitte gut stabilisieren, leichte Po-Spannung und 1 und runter. Knie zur Seite und runter. 3 und runter. 4 runter. 5 runter. 6 runter. 7 runter. Arme runter, einmal ausschütteln. Spürt man dann schon auch in den Waden und jetzt geht's in den Einbeinstand. Wir beginnen links. Linker Fuß kriegt Gewicht, Ferse, Groß-Kleinzehballen, Fußgewölbe unter Spannung bringen, indem du Quergewölbe, also Klein-Großzehballen zusammenziehst. Becken stabil, rechts geht hoch. So, spüre die Stabilität, Arme hängen, wir beugen erst das Knie. Und 1 und hoch, 2 und hoch, 3 hoch, 4 hoch, 5, hoch. Nimm deinen Fuß wahr, letztes Mal hoch. Und dann ausschütteln. Wir wechseln erst nach rechts. 3 Punkte, gut einrichten. Linker Unterschenkel hoch, Becken kontrollieren und beug und streck. Und 2 und streck. 3, streck. 4, streck. 5, streck, 6, streck, 7, streck. Ausschütteln. Wem das zu wackelig ist, gerne mit einer Hand an der Wand anlehnen. Probiert aus. Okay, wir wechseln. Gewicht auf links. Arme hoch. Handflächen zusammen. Mitte stabil. Und beug, streck, beug, streck. 3, streck, achte auf die Ferse, streck. 6, streck, letztes, streck. Arme runter, ausschütteln und Gewicht auf rechts. Fuß anschauen, schön ausrichten, 3 Punkte, Fußgewölbe, Quergewölbe unter Spannung. Links geht hoch, Becken stabil, Arme hoch, Handflächen zusammen und beug, streck. 2, streck, 3, streck, 4, streck, 5, streck, 6, streck, 7, streck, runter, locker. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wir gehen auf den Einbeinstand.
hoch auf die Zehenspitzen, also das ganze Gewicht dann auf den Fußgelenken, also Zehengelenken, so rum. Okay, also Gewicht auf links. Wie gesagt, wenn es dir wackelig ist, gerne mit der Hand an der Wand anlehnen, Becken kontrollieren, Mitte stabilisieren und dann geht's hoch und hoch und runter, hoch und runter, 3 und runter, 4 und runter, 5 und runter, 6 runter, 7 runter. Okay, ausschütteln. Ihr merkt, es ist echt schon ganz anders, wenn da plötzlich das ganze Gewicht drauf ist vom Körper. Einrichten rechts, stabilisieren, Becken kontrollieren und hoch, runter, 2, runter, 3, runter, 4, runter, 5, runter, 6, runter, 7, ups, runter. Ausschütteln. Das Ganze jetzt mit Armen oben. Handflächen zusammen, Schulterblätter tief, Gewicht auf links, Länge im Standbein, Becken stabil. Und los geht's. 1, runter, 2, runter, 3, runter, 4, runter, 5, runter, 6, runter, 7, runter. Ausschütteln, Gewicht auf rechts, stabilisier dich, links geht hoch, Arme hoch, Mitte stabil und 1, runter, 2, runter, 3, runter, 4, runter, 5, runter, 6, runter, 7, runter. Arme runter und jetzt wird es noch schwerer, jetzt gibt es eine Kombi aus Beugen und Strecken. Also, wie gesagt, gerne mit der Hand abstützen und wer es zu anstrengend findet, der geht einfach nur in die Knie, weil das ist auf einem Bein Zehenstand, ist schon eine Herausforderung. Becken kontrollieren, also wir starten, wir machen jetzt auch nur 5. Okay, also beug, streck, hoch, runter, 2, streck, hoch, runter, 3, streck, hoch, runter, 4, streck, hoch, runter, 5, streck, hoch, runter. Gut gemacht. Ausschütteln, Seite wechseln, rechter Fuß kriegt Gewicht, stabilisiere dich. Linker Unterschenkel geht hoch, Blick nach vorne, Mitte stabil und beug, streck, hoch, runter, 2, streck, hoch, runter, 3, streck, hoch, runter, 4, streck, hoch, runter, ups, und 5, streck, hoch, runter. Ausschütteln und dann das Ganze noch mit Armen oben. Und dann haben wir das auch geschafft. Die Arme nimmst du hoch, Handflächen zusammen, dich konzentrieren, Gewicht auf links, rechts geht der Unterschenkel hoch, Mitte ist stabil, Leiste geöffnet, Po leicht unter Spannung. Und beug, streck, hoch, runter, beug, streck, hoch, runter, beug, streck, hoch, runter, beug, streck, hoch, runter, letzte Runde, hoch, runter, Arme runter, ausschütteln und Gewicht auf rechts, links geht hoch, Becken stabil, die Arme gehen hoch, Schulterblätter tief und fünfmal, beug, streck, hoch, runter, beug, streck, hoch, runter, 3, streck, hoch, runter, 4, streck, hoch, runter, 5, streck, hoch, runter. Und Arme runter, locker, ganz schön wackelig. Man hat auch wie immer hier gute und schlechte Tage. Bei mir hat es auch schon besser geklappt, muss ich zugeben.
Okay, wichtig ist dabei einfach immer auch gut in den Fuß reinzuspüren. Wie reagiert der Fuß? Wo ist eure Schwachstelle? Knickt ihr schnell ab im Fußgelenk oder ist es alles irgendwie zu wackelig? Also einfach wahrnehmen. Auf was muss ich achten? Okay. Also, hier nochmal gut ausschütteln. Ich drehe mich seitlich, weil wir gehen jetzt nämlich von hier aus in die Kniebeuge. Und da achtet ihr auch wieder gut drauf, dass die drei Punkte verankert sind. Ferse, Groß-, Kleinzehballen. Spür deine Fußaußenseite, Fußzehen nach vorne. Und auch hier, du gehst nur so tief runter in die Kniebeuge, wie du gut deine Ferse halten kannst. Also, es kommt immer eben auf die Mobilität im Fußgelenk an. Ansonsten. Po ist leicht angespannt, Leiste ist geöffnet, die Po-Spannung und die Bauchspannung hilft, dass du im unteren Rücken geschützt bist. Blick nach vorne. Mit dem Einatmen gehst du runter, schiebst die Knie geradeaus nach vorne, deine Arme nimmst du mit. Und mit dem Ausatmen spann erst den Po an, spür Beinkraft, stabile Mitte kommt zurück. Einatmen, schieb Knie nach vorne, mit aus, erst den Po richtig gut anspannen und dann wieder hochkommen. Und Knie schieb nach vorne und Po spannen, komm zurück und Knie beugt. Die Knie gehen geradeaus nach vorne und wieder streck und beug. Und immer erst Po richtig anspannen und wieder zurückkommen. Bleib flach im Rücken, Schulterblätter sind tief. Du hast eine Schräge und Po anspannen. Richtig viel Po-Kraft. Oberschenkel haben natürlich auch viel zu tun. Bleib mit deiner Fußsohle gut verankert. Aufpassen, nicht auf die Innenseite deiner Füße kippen. Letztes Mal, jetzt hältst du da unten einfach ein bisschen. Vorstellen, du sitzt da bequem auf dem Stuhl. Halte, halte, halte. Schulterblätter tief, kannst deine Hände fassen. Halte, halte. Sehr schön. Und jetzt Po richtig anspannen, Spürbeinkraft stabil, die Mitte kommt zurück und da oben locker lassen. Ausschütteln, durchatmen. Und jetzt von hier aus gehen wir ein bisschen in die Standwaage. Ich bleibe seitlich stehen. Wir konzentrieren uns auf die rechte Seite, beziehungsweise nee, wir fangen andersrum an, damit ihr mich besser seht. Also linker Fuß, da kommt Gewicht drauf. Bleib lang im Standbein links, dein Becken soll nicht kippen. Das rechte Bein streckst du schon mal nach hinten aus. So gestreckt vom Hüftgelenk aus, Knie soll gestreckt sein, Fuß, der große Fußzeh ist auf dem Boden. Du hast Po-Spannung, deine Leiste ist geöffnet, die Arme nimmst du seitlich. Schulterblätter rutschen dir den Rücken runter. Entweder dein Standbein lässt du entweder gestreckt, du kannst aber auch in die Knie gehen, wenn dir das angenehmer ist, wenn das für dich besser ist. Auf jeden Fall. Stabilität im Oberkörper auch, hab stabile Mitte, Schulterblätter tief, Blick schräg, also ganz leicht schräg nach vorne. Okay. Jetzt kippst du den Oberkörper im flachen Rücken nach vorne, das linke, rechte Bein nimmst du mit hoch und kommst da eben so eine leichte Standwaage. Und da bleibst du, konzentrierst dich jetzt auf dein rechtes Bein, das ist ein bisschen tiefer und jetzt geht es höher und tiefer und höher und tief und hoch. Und du achtest auf die Streckung im Bein, Knie super, großer Fußzehen, also die Fußzehen, bis dahin hast du Streckung, bleib lang und hoch. Und tief und hoch und tief und noch zwei und tief und letztes. Jetzt bleib da ein bisschen höher. Wenn du magst, noch ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper gehen, dann geht das Bein noch höher rechts. Halte, halte. Jetzt hast du deine Standwaage. Halte, halte und langsam wieder zurückkommen und da ausschütteln, locker lassen. Ganz locker. Und jetzt tauschen wir die Seite. Also, Gewicht auf rechten Fuß, rechtes Bein, Standbein. Länge da behalten. Linkes Bein streckst du nach hinten und da achtest du drauf, Leiste gut geöffnet. Knie super gestreckt, Fuß gestreckt. So, Po-Spannung, Arme zur Seite.
Wie gesagt, entweder Standbein gestreckt oder leicht gebeugt. Aufpassen auf deinen Fuß, dass du nicht kippst mit dem Fußgelenk. So, stabil deine Mitte. Und jetzt Oberkörper geht nach vorne, Bein geht einfach mit hoch. Achte auf die super Streckung im linken Bein. Und jetzt hoch, tiefer, höher, tiefer, höher, tiefer, hoch, tief und hoch und tief und hoch und tief und zwei und tief. Und letztes, bleib oben, wenn du magst, noch ein bisschen mit dem Oberkörper tiefer, Bein geht mit hoch. Halte deine Balance, halte, halte, spür rein in deinen rechten Fuß, was der so macht. Ob dein Fußgelenk stabil ist, Fußinnenseite unter Spannung, Gewicht auf der Fußaußenseite, drei Punkte wahrnehmen und dann kommst du langsam wieder zurück und da ausschütteln. Gut gemacht. Richtig gut ausschütteln. Und von hier aus gehst du jetzt in eine ganz große Kretsche. Richtig weit auseinander und auch da achtest du drauf, dass du gut stehst. Das heißt, auch hier wieder Ferse in der Mitte, Groß-Kleinzehballen, also nicht auf die Innenseite kippen deiner Füße. Ganz bewusst, hupsalach, ganz bewusst schön gut stehen. Leiste ist geöffnet, Po ist unter Spannung, Mitte ist stabil. Richtig gut, schöne Grätsche. Die Arme nimmst du zur Seite, Schulterblätter sind wie immer tief. Okay, und von hier aus beugen wir jetzt das rechte Knie und das linke Bein bleibt gestreckt. Also du gehst, du ziehst so leicht nach rechts, aber den Oberkörper nicht verdrehen. Ziehst leicht nach rechts und kommst wieder zurück. Beide Beine strecken. Knie schiebt zur Seite, das linke. Du gehst nach links, rechts, bleib gestreckt und jetzt achte drauf, dass du auch hier, wenn du zur Seite gehst, nicht abknickst, nicht nach innen knicken, sondern richtig gut senkrecht bleib mit dem Fuß. Und wieder streck. Und rechtes Knie, schieb nach rechts, komm wieder zurück. Und links und zurück. Und rechts und zurück. Und links und zurück. Spüre, wie du deine Seite, die Beininnenseite lang gestreckt, kriegst wieder zurück. Und links und zurück. Und rechts und zurück. Und links und zurück. Und jetzt was dranhängen. Geh nach rechts, Zehenspitzen und wieder runter und zurück. Und links, Zehenstand, wieder runter und zurück. Noch zwei Runden. Rechts, Zehenstand, runter und zurück. Und links, Zehenstand, runter und zurück. Letzte Runde. Zehenstand, runter, zurück. Und links, Zehenstand, runter. Und zurück, bleibe. Arme einmal runter, locker lassen. Und jetzt schieb beide Knie weg von dir. Achte drauf. Fußinnenseite, Unterspannung halten. Ferse in der Mitte Gewicht. Halte, als wolltest du dich auch hier wieder absetzen. Po-Spannung wahrnehmen. Beine haben natürlich viel zu tun. Halte, hier halte. Nimm die Arme zur Seite wieder mit. Und jetzt schraub dich einmal nach rechts raus, aus dem Becken rausschrauben, komm zurück. Nach links rausschrauben, komm zurück. Und nochmal nach rechts und zurück. Und nochmal nach links und zurück. Halte und dann wachse. Und jetzt mit deinen Füßen im Zickzack zusammengehen. Okay, ausschütteln. Locker lassen. Gut gemacht. Und von hier aus gehen wir jetzt aber auch auf die Matte. Genug gemacht im Stehen. Ich stelle mich seitlich drauf und wir rollen von hier aus einfach erstmal Wirbel für Wirbel ab. Ganz langsam runterrollen. Schieb den Bauch sanft zum Rücken raus. Leicht gebeugte Knie und da unten hängt dich gerne mal da ein bisschen aus. Kannst mal ein bisschen federn. Bauch schieb zum Rücken raus. Leicht gebeugte Knie. Okay, geh tiefer, stütz dich ab mit den Händen, komm in die Hocke und dann dich auf dem Po absetzen und von hier aus abrollen. Zieh dich in die Aufrichtung, ganz bewusst Wirbel für Wirbel. Schön langsam abrollen, da unten kommst du an, nimmst die Füße näher zu deinem Po, richtest dir dein neutrales Becken ein.
Fußsohle wieder wahrnehmen, die Beckenrückseite, wenn du sie spürst. Bring Druck drauf, damit du durch den Druck untere Bauchspannung hast. Hab Rippen verbunden, Brustkorb sinkt, Schultergürtel zerfließt. Und von hier aus gehen wir jetzt hoch auf den Schultergürtel, ohne Becken kippen und hochrollen, so wie wir das immer machen, sondern wir gehen von hier aus direkt hoch. Haben dann also auch wieder gleich ganz viel Po-Spannung. Also, du atmest hier ein. Mit dem Ausatmen spann den Po an, komm direkt hoch und wieder runter. Und hoch und runter. Und spüre, wenn du hochgehst, wie sich der Po sehr anspannt, wieder runter. Beim Hochgehen sehr anspannen, beim Runtergehen kannst du locker lassen. Und hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Noch zwei und runter. Und letztes, jetzt bleibst du oben, du hältst es, spür wirklich richtig viel Po-Spannung. Die Leiste ist geöffnet, dein Schultergürtel ist breit, du bringst Gewicht auf deine linke Fußsohle, Knie nach vorne, nimmst rechtes Bein in die Stuhlposition, Fuß ist gestreckt, streck dein Bein nach oben aus, Knie gestreckt, wir arbeiten auf dem Hüftgelenk, du gehst runter mit dem Bein und da unten mach Fußflex, fahr wieder hoch. Streck und fahr runter und Fußflex, fahr hoch. Aufpassen, dass du wirklich kniestabil bist. Bewegungsansatz im Hüftgelenk und durch Point und Flex hast du auch noch im Fußgelenk Bewegung. Standbein links, also der Fuß hat viel Druck. Schieb Knie nach vorne, damit es keinen Krampf gibt. Letztes Mal und jetzt versuchst du runterfahren, bis deine Ferse auf dem Boden ist, damit du schön Dehnung kriegst. Und dann ziehst du deinen Fuß zurück, bring Gewicht auf rechts, Knie nach vorne, links geht dein Bein hoch in die Stuhlposition, streck dein Bein aus und fahr runter mit dem Bein und Fußflex fahr hoch. Und runter und Flex war hoch und runter und Fußflex war hoch. Achte auf super gestrecktes Knie, viel Länge im Bein. Spür den Bewegungsansatz im Hüftgelenk und natürlich auch durch Palmeflex im Fußgelenk. Rechte Fußsohle hat viel Druck. Letztes Mal fahr runter, bis deine Ferse auf dem Boden ist, wenn es dir gelingt, ohne Beugen und dann zurückkommen. Bleibe, schieb nochmal beide Knie nach vorne, deine Fußsohle wahrnehmen auf beiden Seiten. Schön die Dehnung dann nochmal der Leiste gut spüren. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen kommst du direkt runter auf deine Beckenrückseite. Lass die Beckenrückseite sinken. Po-Bein-Rückseite entspannt jetzt mal. Öffne die Arme zur Seite, schüttel mal deine Beine ein bisschen aus. Und dann zieh die Fersen näher zum Po, schließ die Beine. Und mit dem Einatmen bring deine Beine nach rechts und du schaust zur linken Hand. Genieß die Verdrehung kurz, bevor es weitergeht mit Kraft. Und komm wieder zurück. Beide Beine gehen nach links, du schaust zur rechten Hand, genießt die Verdrehung und komm wieder zurück. Und nach rechts und wieder zurückkommen. Und nach links mit den Beinen, schau nach rechts. Komm wieder zurück, mach noch eine Runde. Letztes Mal und dann kommst du in deiner Mitte wieder an, bleibst da. Spür wieder Druck auf deiner Beckenrückseite, bring rechtes Bein in die Stuhlposition, linkes ebenso und dann gehen wir von hier aus Fahrradfahren. Also wichtig ist, dass du den Druck auf deiner Beckenrückseite gut hast, damit du wirklich deine untere Bauchspannung hast. Wenn dir das schwer gelingt und du schlecht Kontrolle halten kannst, kipp dein Becken zu dir ran, damit automatisch deine Lendenwirbel in der Matte sind und du deine Bauchspannung hast. Probiere aus, was du brauchst für dich. Für deine Stabilität. Auf jeden Fall von hier aus streck dein rechtes Bein auch im Fuß und dann fahr Fahrrad. Schönes Fahrrad und versuche beim Fahrradfahren in deiner Linie zu bleiben, also dass deine Beine nicht irgendwie rumschlenkern nach außen oder innen, sondern deine
Beine wirklich in der Linie bleiben. Rechts und links in Verlängerung zur Wirbelsäule. Die Mitte ist super stabil. Rippenverbindung halten. Viel Stabilität in deiner Mitte. Richtung wechseln. Rückwärts fahren muss man sich ein bisschen besser konzentrieren. Auch, dass man da die Fußgelenke mitnimmt, das ist nicht so ganz einfach. Halte die Rippen in deiner Matte. Letzte Runde. Und dann rechten Fuß runter, linken Fuß runter. Schüttel dir die Beine mal aus. Durchatmen. Kannst dir auch beide nach rechts und links mal fallen lassen. Da ein bisschen federn. Okay, Beine schließ. Hol dir mal rechtes Knie zur Brust und linkes. Bring mal die Hände drauf und zieh da ein bisschen ran und wieder lösen. Und ranziehen und lösen. Und nochmal ranziehen und lösen. Okay. Und da bleibe. Arme wieder öffnen. Und die Beine streckst du beide nach oben aus. Auch hier drauf achten. Entweder Beckenrückseite gut halten oder gleich das Becken zu dir rankippen, damit deine Lendenwirbel in der Matte sind und du viel Stabilität hast, unterer Rücken geschützt ist. Okay, von hier aus Beine ein bisschen zu dir ranziehen und jetzt öffne deine Beine nach rechts und links, kreise mit denen nach vorne wieder schließen, ranziehen und zur Seite öffnen und ranziehen, schließen. Und du hast ganz viel Stabilität im Rumpf. Achte jetzt richtig gut auf die Stabilität, damit dein unterer Rücken geschützt ist. Richtung wechseln. Beine ein bisschen nach vorne und zu dir ranziehen, kreisen. Brauchst ganz viel Kraft aus der Mitte. Lendenwirbel in der Matte. Schultergürtel versuchen entspannt lassen. Letztes Mal. Und dann schließ, Ferse zum Po fallen lassen, Hände auf die Knie und durchatmen. Lass den Atem mal fließen, richtig locker lassen. Einmal mit den Händen, mit den Knien Kreise in die Luft malen. Andersrum auch hier. Okay. Erst wieder Beine Stuhlposition, die Arme wieder öffnen. Bring die Beine nach oben wieder in die Senkrechte. Am besten gleich wieder richtig gut verankern. Lenden wir, bespüren in der Matte. Okay, jetzt machen wir. Du gehst jetzt mit dem rechten Bein zur Seite. Dein linkes Knie beugen und du schiebst das linke Knie zur Seite, sodass deine linke Fußsohle zum rechten Bein strahlt. Und dann kommst du wieder zurück. Linkes Bein zur Seite und rechts kannst du mit der Fußsohle am Bein in der Seite entlang und dann öffnet sich das, also du hast im gebeugten Bein eine Außenrotation und das rechte Bein zieht zur Seite, das andere Bein zieht zur Seite. Und rechtes Bein geht zur Seite, Außenrotation links und wieder zurückkommen. Linkes Bein geht zur Seite, Außenrotation rechts und wieder zurückkommen. Rechtes Bein zur Seite, linkes Knie beugt und wieder zurück. Linkes Bein streckt, rechtes Bein Außenrotation, wieder zurück. Und rechts und zurück. Und links und zurück. Und rechts und zurück. Und links und zurück. Letzte Runde und rechts und zurück. Und links. Und zurück. Bleibe. Ferse wieder zum Po fallen lassen. Hände auf die Knie nehmen. Ranziehen und durchatmen. Locker lassen. Nimm beide Hände an die Kniekehle. Spann Beckenboden an und deine Mitte. Hol dir ein bisschen Schwung, aber nicht zu viel. Halte dich da oben und dann runter mit den Füßen. Und von hier aus gehen wir in die, also Seitlage. Ja. Okay. Und zwar Unterarmstütz.
Wir richten uns ein, Ellbogen eine Linie zur Schulter und dann streckst du deine Beine aus. So, und da bist du. Entweder hast du die Beine, Füße übereinander oder du bringst den oberen Fuß hinter den vorderen, also wie so Gänsefüßchen. Entscheide, was einfacher ist für dich. Wenn die Füße übereinander sind, ist ein bisschen schwerer, probiere aus oder eben hintereinander. So. Drück dich raus aus dem Unterarm, dass du da deine Seite unter Spannung hast. Kannst mal locker lassen und jetzt schieb deine Rippen weg von deiner Matte. Halte dich da gut, richtig gut halten. Arm seitlich. Aufpassen. Becken in der richtigen Position, leichte Po-Spannung, Leiste geöffnet. Okay, das ist jetzt Ganzkörperspannung. Atme ein hier, mit dem Ausatmen, drück dich raus aus dem Unterarm, komm hoch und wieder runter und hoch und wieder runter und noch zwei und runter und letztes und runter. Okay, locker lassen, unteres Bein beugen, das bringst du in eine Stuhlposition. Du bleibst auf dem Unterarm, stützt das obere Bein, bleibt gestreckt, schau hin, eine Linie zum Oberkörper, Leiste lass geöffnet, schieb dich nochmal ganz bewusst raus aus dem Unterarm, also schiebst den runter, deine Rippen gehen weg von deiner Matte. Okay, und von hier aus atme ein. Und jetzt mit dem Ausatmen drückst du dich wieder hoch. So, dann hast du da Stütze vom unteren Bein und das obere Bein geht hoch. Und es bleibt auch oben. Kannst deine obere Hand an den Hinterkopf bringen. Mach Fußflex, fahr nach vorne, streck den Fuß, fahr zurück. Und Fußflex und streck. Und Flex, fahr nach vorne und streck, fahr zurück. Noch zwei. Und zurück. Und letztes. Und zurück. Bleibe lang gestreckt mit dem oberen Bein. Und langsam kommst du wieder runter. Löse deine Stützhand und dich abstützen und hochkommen. Und auf die andere Seite. Ausschütteln. Es ist auch viel fürs Schultergelenk. Also wer da ein bisschen Probleme hat, probiert aus, ob ihr dann ganz runter geht oder was für euch da besser ist. Also, erst einmal, wie gesagt, das Ganze könnt ihr da auch mit dem gestreckten Arm machen, wenn das für den Schultergürtel zu anstrengend ist. Erstmal einrichten. Ellbogen eine Linie zur Schulter, Becken gut senkrecht, die Beine gestreckt, entweder übereinander oder hintereinander, die Füße aufgestellt. Du entscheidest, was für dich besser ist. So, Leiste geöffnet. Dich gut rausdrücken, kannst gerne die Hand an die Rippen halten mal, dich rausdrücken, dass die Rippen wegschiebst und da sollen sie auch bleiben. Kannst du mal einsinken, Unterschied wahrnehmen. Okay, da bleiben. Also, viel Stabilität. Einatmen hier, mit dem Ausatmen komm hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Letztes und runter, sanft mal Gewicht abgeben, unteres Bein anwinkeln, oberes einrichten, schau hin, dass das passt. So, nochmal ganz bewusst die Rippen wegziehen von der Matte, dass deine Seite unter Spannung ist, die Mitte ist stabil. So, atme ein. Mit dem Aus, komm hoch mit Po und Becken, Hand gerne an den Hinterkopf. Zur Stabilität, schieb Hinterkopf in die Hand rein und jetzt das Bein hoch, mach Fußflex, fahr vor, streck den Fuß, fahr zurück und flex und streck und flex und streck und letztes und streck und dann langsam runter, Hand vom Hinterkopf weg und dich da mal hochziehen und mal locker lassen, hier ausschütteln, ganz entspannt, durchatmen und jetzt drehen wir uns rum. Also und gehen von hier aus auf die Unterarme auch. So, also, Ellbogen wieder eine Linie zur Schulter
Und auch hier nicht einsinken, sondern dich rausdrücken. Schieb Unterarme runter in die Matte, sodass sich dein Oberkörper streckt, du wieder einen flachen Rücken hast. So, ganz bewusst auch wieder die Rippen verbinden. Hab deine Bauchstabilität. Und von hier aus, deine Füße sind aufgestellt, hüftfrei die Beine. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das rechte Bein. Also, du hast deine Mitte stabil, bist gut rausgedrückt und jetzt das rechte Bein ein bisschen anheben, streck das Bein nach vorne aus, mach Fußflex, fahr nach oben, streck den Fuß, fahr langsam wieder runter und Flex, fahr hoch und streck, fahr runter, Flex, hoch und streck runter. Und du bleibst gut rausgedrückt aus den Unterarmen, hast deine Rippenverbindung und hoch und runter und hoch. Und runter, lass dein Knie gut gestreckt. Letztes Mal. Lang bleiben mit dem rechten Bein. Zieh den Fuß zurück, aufstellen. Linkes Bein, streck aus. Dich nochmal gut rausdrücken. Und flex und streck. Und flex und streck. Arbeite aus dem Hüftgelenk, so wie vorhin, als wir auf dem Schultergürtel waren. Rippenverbindung halten. Letztes Mal. Bleibe lang und dann zurückziehen. Okay. Und da bleiben. Erstmal dich einsinken lassen, nochmal da kurz entspannen. Und jetzt drückst du dich wieder raus. Hab deine Rippenverbindung. Nimm rechtes Bein in die Stuhlposition und linkes. Und jetzt gehe auch nochmal von hier. Hab die Beckenrückseite fest in deiner Matte, stabil deine Mitte. Und von hier aus gehst nochmal Fahrrad fahren. Kannst dir schön deine Beine anschauen, dass die wirklich in deiner Linie bleiben. Das ist auch beim echten Fahrradfahren immer gut, sich mal die Knie anzuschauen, was die Knie beim Fahrradfahren machen. Ob die in der Position bleiben, dass deine Gelenke in einer Linie sind. Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. So soll das im Idealfall sein. Bleib rausgedrückt aus den Unterarmen. Ein bisschen hochfahren. Ein bisschen tiefer. Und auch hier fahr nochmal rückwärts. Fußgelenke nimm mit. Halte deine Stabilität im Rumpf. Kann jetzt schon ein bisschen ziehen in den Beinen. Nochmal ein bisschen höher. Gleich geschafft. Letzte Runde. Und dann rechten Fuß runter. Linken Fuß runter. Und mal einsinken. Geh mal ganz runter. Lass mal alles locker. Streck die Beine mal aus und da zwischendurch mal räkeln. Nimm die Arme nach hinten, zieh rechts lang, zieh links lang und nochmal rechts und nochmal links und nochmal rechts und nochmal links. Und dann wieder Arme zur Seite bringen, stell rechten und linken Fuß auf, schieb deine Ellbogen bisschen runter, komm hoch mit dem Oberkörper und jetzt von hier aus gehst du auf die Hände. Und zwar so, entweder also die Hände, die Finger schauen weg von dir oder sie gehen zur Seite. Probier aus, was für dich besser ist. Auf jeden Fall dich auch hier gut rausdrücken, sodass du deine Handflächen runterschiebst. Finger sind gespreizt. Hab also langen Rücken, langen Oberkörper, also nicht in der Schulter drin hängen, sondern flach den Rücken. Hab die Rippenverbindung. So, und jetzt in der Position auch nochmal wie vorhin. Du bleibst mit deinem linken Fuß aufgestellt, streckst dein rechtes Bein aus, mach Fußflex, fahr hoch und streck, fahr runter. Wir machen die Arme ein bisschen weiter nach hinten, hoch und runter und hoch. Und runter und hoch und runter und noch zwei und runter und letztes und runter. Bleib lang, aufstellen. Okay,
Müssen wir ausprobieren. Ich habe gemerkt, wir haben zu weit, zu dicht mit den Händen am Körper angefangen. Nimm die ruhig ein bisschen weiter nach hinten. Streck dein linkes Bein aus. Mach Fußflex und streck und flex und streck. Bleib rausgedrückt aus dem Schultergürtel und hoch und runter und hoch und runter und letztes und runter. Nochmal aufstellen. Beine nach rechts und nach links. Mal ein bisschen fallen lassen. Und jetzt versuchen wir noch ein bisschen schwieriger. Also, beide Beine streck. Kannst du auch ausprobieren, vielleicht auch die Hände zu dir strahlen lassen, so wie wir das auch schon oft gemacht haben. Ellbogen schauen nach hinten weg. Du drückst dich raus mit den Händen. Also Rückenstreck hier. Immer noch Ellbogen leicht nach hinten gebeugt. Nasenspitze in Verlängerung zur Wirbelsäule und genau zwischen den Beinen. Und wenn du da so bist, gut stabil in deiner Mitte, komm hoch. Bleib stabil und dann Gewicht auf die linke Ferse. Mach Fußflex rechts, fahr hoch und streck fahr runter. Und hoch und runter. Und hoch und runter. Und nochmal hoch und runter. Und hoch und runter. Und letztes und runter. Bleibe. Und langsam ziehst du den Po Richtung Hände. Kommst da runter, legst Gewicht ab und ziehst dich nach vorne. Ausschütteln, Handrücken zusammen, kreis mal mit deinen Händen. Entspann deine Handgelenke andersrum. Ein bisschen Finger bewegen, nochmal ganz locker lassen. Und von hier aus gehst du jetzt in Kniestand. So. Und hier richtest du dich wieder hüftbreit ein, Knie, Hüfte, Schulter. So, und hier dehnen wir nochmal. Also, du bist ganz stabil, hast schon eine leichte Beckenkippung, also zieh Schambein nach vorne Richtung Bauchnabel. Hab schon Po-Spannung, damit dein unterer Rücken wieder geschützt ist. Das ist wichtig, haben wir ja schon öfter gemacht. Mit dem Einatmen zieh deine Schulterblätter den Rücken runter, lehn dich nach hinten. Mit dem Ausatmen, hab Po-Spannung, komm wieder zurück. Und einatmen, Po-Spannung, Leiste gut geöffnet. Und wieder zurückkommen. Und Rippen halte gut verbunden. Letztes Mal. Halte jetzt hier, halte. Öffne deine Arme zur Seite. Schraub dich raus nach rechts, komm zurück. Schraub dich raus nach links, komm zurück. Und nochmal nach rechts. Schieb die Fußrücken in die Matte, komm zurück. Noch nach links und wieder zurück. Bleibe. Arme wieder hoch und langsam in die Ausgangsposition locker lassen. Und von hier aus gehst du runter in den Vierfüßlerstand. Und im Vierfüßlerstand stellst du deine Fußzehen auf, so, also, und dann geh hoch mit den Knien. So, und jetzt bist du mit dem linken Knie so ungefähr 5 bis 10 cm über der Matte und so bleibst du auch und jetzt kommt das rechte Bein dran. Also, stabile Mitte, Schulterblätter zum Po. Rechtes Bein geht hoch. Und tiefer und hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief und noch zwei und tief und letztes und tief. Bleibe, Fußzehen runterstellen, einmal die Knie runter und einmal streck die Füße, krabbel mit den Händen nach vorne, dich einmal da aushängen. Durchatmen, bevor dann die andere Seite kommt. Genieß mal kurz die Länge in deinem Oberkörper, also im Rücken. Dehnung spüren, auch in der Achselhöhle.
Und dann ziehst du dich wieder zurück, Schultergürtel über die Hände bringen, Gewicht auf Handflächen und Fingerspitzen. Stell deine Fußzehen auf, stabil deine Mitte und dann hoch mit den Knien. Halte das so. Jetzt das linke Bein kommt dran, Bauchspannung. Und links geht hoch und tiefer und hoch. Und tief und hoch und tief. Verlier deine Bauchspannung nicht. Und hoch und tief und hoch und tief und zwei und tief und letztes und tief. Bleibe, Fußzehen unten aufstellen, runter mit beiden Knien und dann streck die Füße, schieb den Po in die Fersen, lauf nach vorne mit den Händen. Bleib da lang, häng dich da mal aus, lass dein Brustbein sinken, durchatmen. Und dann bringst du den Schultergürtel wieder über deine Hände drüber. Und von hier aus gehen wir in die Liegestützposition. Hab wieder deine stabile Mitte, Schulterblätter tief, Gewicht auf linkes Knie. Du streckst dein rechtes Bein auf, stellst die Fußzehen auf. Streckst linkes Bein aus, Fußzehen aufstellen. Geh runter mit dem Po, Leiste ist geöffnet. Du hast eine Po-Spannung. Hab die Mitte wirklich stabil. So, und jetzt streckst du den rechten Fuß. Wir bleiben rechts und hoch. Und tief und hoch und tief und hoch und tief. Noch zwei und tief und letztes und tief. Fußzehen aufstellen, linken Fuß streck. Und eins und tief und zwei und tief. Drei und tief. Vier und tief. Fünf und tief. Stell Fußzehen auf, rechtes, linkes Knie runter. Wieder den Po in die Fersen schieben, Stirn in die Matte, bleibe da, kannst auch die Hände neben deinem Körper ablegen und da dich mal richtig aushängen, Entspannung da genießen, durchatmen. Richtig locker lassen. Deinen Körper wahrnehmen, nochmal einatmen und dann mit dem Ausatmen schieb deinen Po in die Fersen, roll dich hoch und da oben mal locker lassen und von hier aus gehst du jetzt nochmal erst in den Kniestand und dann nimmst du dein rechtes Bein nach vorne, richtest dir das wieder so ein, wie wir das schon öfter hatten, Knie eine Linie zum Fußgelenk. So, und von hier aus, Hände an die Beckenknochen, zieh dein Steißbein nach vorne. So, und wenn du Steißbein nach vorne ziehst und das Becken so gut, also gefühlt so ein bisschen gekippt ist, hab eine Po-Spannung auch so ein bisschen, hab deine Mitte stabil und dann solltest du jetzt Dehnung spüren. Deine Leiste, Beinvorderseite runter. So, und die versuch gut wahrzunehmen und da auch wirklich gut zu halten. Also wirklich dein Steißbein zieht zum Schambein, nimm die Dehnung wahr. Das hältst du so. Und wenn du jetzt deinen Fuß noch ein bisschen mehr nach vorne bringst, schieb dein Knie nach vorne und jetzt verlagert sich die Dehnung tatsächlich noch mehr in die Leiste. Vorher war es noch mehr Beinvorderseite dabei, also was auch zum Hüftgelenk gehört, der Hüftmuskel. Und jetzt ist eben noch mehr, also hauptsächlich die Leiste. Und das hältst du. Und aufpassen auch hier, dass du deine Grundspannung im Po behältst. Leiste lass geöffnet, lehn dich nach vorne und spüre die Dehnung richtig gut. Halte, nicht ins Hohlkreuz kommen. Halte, halte. Schön fließen lassen den Atem. Immer mit Schambein nach vorne ziehen, damit es wirklich auch einen guten Dehnungseffekt hat. Fußrücken, schieb runter in die Matte.
Und dann kommst wieder zurück. Und jetzt streck mal dein rechtes Bein zur Seite aus. So. Okay. Also, rechtes Bein ist gestreckt, links bist du im Kniestand, immer noch Po-Spannung, Leiste geöffnet, hab deine rechte Hand am Bein Außenseite. Und jetzt streckst du den linken Arm nach oben aus, zieh dein Schulterblatt den Rücken runter und geh von hier aus in die Seitbeuge nach rechts. Und dann solltest du auch da nochmal, indem du deine Steißbein nach vorne ziehst, nochmal verstärkt Dehnung spüren und natürlich jetzt eben auch an der Seite. Und komm wieder zurück. Und nochmal Arm hoch, Schulterblatt tief und dann geh zur Seite, schieb deine Leiste nach vorne, Steißbein nach vorne. Und wieder zurück. Und noch einmal Arm hoch, Schulterblatt tief. Leiste nach vorne, Schambein nach vorne, Po ist unter Spannung, zieh nach rechts, Dehnung verstärken, wahrnehmen und wieder zurückkommen. Und dann zieh den rechten Fuß zurück, komm auf beide Knie und jetzt stell den linken Fuß vor dir auf, Knie eine Linie zum Fußgelenk, so. Becken kippen, Po-Spannung wahrnehmen und dann auch wieder hier bewusst spür den Zug. Also das sollte jetzt wirklich, ich hoffe, dass das wirklich deutlich spürbar ist, diesen Zug, Oberschenkel runter, Schambein zieht zum Bauchnabel, Fußrücken schiebt noch runter in die Matte, den Atem dahin fließen lassen. Und dann nochmal verstärken, streck den Fuß ein bisschen weiter nach vorne, schiebst das Knie noch mehr nach vorne und jetzt verschiebt sich eben dieser Dehnung, also jetzt hauptsächlich wirklich nur an der Leiste, jetzt spürt man es in der Beinvorderseite nicht mehr so sehr. Immer noch aber Po unter Spannung halten, Steißbein zieht zum Schambein, nicht ins Hohlkreuz kommen, achte gut darauf. Atmen, lass fließen. Wenn du magst, kannst du dann noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Probier aus, was für dich gut ist. Aber immer eben mit dem Becken nach vorne, damit du die Po-Spannung behältst, damit der untere Rücken geschützt ist. Okay, komm zurück. Und jetzt streck dein linkes Bein zur Seite aus, richtig lang aus dir rausziehen. So. Okay. Und wenn du hier bist, auch wieder auf diese Beckenposition achten, Po unter Spannung halten. Linke Hand ist an der Beinaußenseite abgelegt. Nimm den rechten Arm hoch, Schulterblatt tief. Und jetzt ziehst du dich nach links. Nimm die Dehnung gut wahr. Und komm wieder zurück. Und nochmal Arm hoch, Schulterblatt tief. Geh nach links. Und wieder zurückkommen. Letztes Mal Arm hoch, Schulterblatt tief. Geh nach links. Leiste gut geöffnet, den Zug spüren, die Dehnung spüren. Auch seitlich in der Hüfte. Und komm wieder zurück. Bleibe und dann zieh das andere Bein wieder ran zu dir. Stellst hinten deine Fußzehen auf, setz dich auf dem Po auf, okay. Und da kannst du dann nochmal schön für die Dehnung die Hände auf deine Fersen, auf den Fußgelenken abstützen. Schau, dass deine beiden kleinen Fußzehen auch auf dem Boden sind, hatten wir auch schon mal gemacht. Drück dich da raus und dann komm. Stabil deine Mitte, drück dich raus, komm hoch, schieb Po und Becken nach vorne. Rippenverbindung, super angespannt im Po, auch wieder zum Schutze vom unteren Rücken, wieder zurückkommen. Oh, nochmal hoch, super Po angespannt, Leiste geöffnet. Und wieder runter. Letztes Mal, Po super anspannen, Leiste gut öffnen. Dehnung schön wahrnehmen. Und dann gehst sanft wieder runter. Stütz dich ab mit den Händen.
Und komm in die tiefe Hocke. Langsam. Und jetzt hast du deine Füße vor dir parallel. Schau sie dir an, ob du wirklich da schön Gewicht verteilt hast. Nimm nochmal wahr. Ferse groß, klein, Zehballen, ein bisschen den Bogen spannen, dass Fußgewölbe unter Spannung ist. Halte das hier. Bring nochmal den Rücken in deine flache Position. Also schieb Brustbein nach vorne. Halte, halte. Und jetzt Po anspannen. Zieh dich langsam hoch. Leicht die Knie gebeugt lassen, da dich nochmal aushängen. Bisschen federn, wenn du magst. Schwer ist der Kopf. Die Arme entspannt. Bauch schiebt sanft zum Rücken raus. Anhalten. Und mit deinem nächsten Ausatmen zieh Steißbein runter. Und jetzt ganz hochkommen ins Stehen. Wirbel für Wirbel. Öffne dir gut den Schultergürtel, lass Schulterblätter rutschen, streck deine Knie und da oben, wenn du gut in der Aufrichtung bist, atme ganz bewusst nochmal ein und mit dem Ausatmen locker lassen. Schultergürtel, Arme, Po, Beine und die Mitte hältst noch ein bisschen stabil. Nimmst deinen Körper nochmal bewusst wahr, spür nochmal nach in deinen ganzen Körper, wie es sich anfühlt. Und das war's. Lasst es euch ganz gut gehen. Einen wunderschönen Resttag, wie immer. Ich mache die Stunde, heute ist Samstag, es ist Frühlingsanfang. Lasst es euch gut gehen. Auf zu neuen Ufern und habt einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Tschüss.